Jo, hallo, herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Channel. Ich bin der Campus. Ja, und auf meinem neuen YouTube-Channel werden nur Dual-Commentaries mit meinem Freund Dina folgen. Ja, und ich schlage mal vor, dass der Dina sich erstmal vorstellt. Ja, danke schön. Ich bin der Dean und heute werde ich und Gabs unser erstes Dual-Commentary auf YouTube machen. Und deswegen bitten wir im Voraus, uns Sprachfehler und andere Fehler nicht übel zu nehmen. Und wir versuchen es auf jeden Fall im nächsten Video besser zu machen. Und hier wird die Moab erspielt von Campus. Also wie schon gesagt, das wird ein Moab-Gameplay. Und ja, wie er hier gespielt hat, was er für Klassen genommen hat, wird er euch jetzt besser erläutern. Ja, also ich habe die ACR mit Schalldämpfer und erweitertem Magazin benutzt. Meine Secondary ist die MP9 mit Schalldämpfer. Meine Extras, die ich benutzt habe, sind Fingerfertigkeit, Hardliner und Todesstille. Ja, dabei habe ich das tragbare Radar, das mir in dem Gameplay wirklich sehr viel helfen wird, und C4. Außerdem, ich benutze das Spezialistenpaket. Natürlich auch wegen Hardliner habe ich auf der 1 Plünderer, auf der 3 benutze ich Attentäter. Und auf der 5 zocke ich mit Meisterschütze. Und zu der Spielweise, die ich in meinem Gameplay benutze, hier wird der Dean was zu sagen. Ja, also, wie Campus gerade schon gesagt hat, spielt er in diesem Gameplay mit dem Spezialistenpaket. Und ich würde allen, die auf Moab spielen oder die ihre ersten Moab mal machen wollen, ich würde allen empfehlen, dieses Spezialistenpaket zu verwenden, da man ab 8 Kills alle Perks kriegt, die das Spiel hat. Also alle Perks, die man auf dem Spiel haben kann, kriegt man nach diesen 8 Kills. Und Campus spielt hier mit dem tragbaren Radar. Da er komplett ohne Clan spielt und er kann sich nicht immer auf die Mithilfe der anderen Spieler verlassen und deswegen braucht er ein bisschen Hilfe von dem tragbaren Radar, wie ihr es hier auch seht. Und ja, wenn ihr noch keine Moab gemacht habt, dann würde ich euch auch empfehlen, hier die defensive Variante zu nehmen. Die hat Campus diesmal auch gewählt und warum er diese gewählt hat, wird euch jetzt besser erläutern. Ja, also ich habe die defensive Variante gewählt, weil ich es einfach nicht anders kann. Nein, Spaß. Weil ich diese Mob einfach unbedingt wollte und weil ich es so oft davor schon versucht habe. So oft, und ich habe mir jetzt einfach gesagt, komm, benutzen wir jetzt mal die defensive Variante. Und da war die Mob auch direkt. Ja, also der Dean und ich haben zusammen schon sehr viele Mobs erspielt, die wir auch auf YouTube hochladen werden. Aber wir werden jetzt nicht nur Mobs auf YouTube hochladen, sondern auch zum Beispiel gute Scores in Herrschaft, in Sprengkommando, vielleicht auch mal Suchen und Zerstören. Ja, und jetzt wird der Dean weiter vorfahren. Ja, also, wie ihr gerade mitbekommen habt, sind ich und Campus komplett neu auf YouTube und machen hier unser erstes Dual-Commentary oder eigentlich auch unser erstes Commentary. Und wir wissen echt nicht, über was wir reden sollen. Wir kennen keine Themen und würden euch deswegen sehr bitten, dass ihr einfach in den Kommentaren schreibt, was wir im nächsten Gameplay als Themen nehmen können, worüber wir reden können, worüber wir diskutieren können. Das könnt ihr euch komplett aussuchen. Wir machen eigentlich alles für euch. Und ja. Wir werden jetzt Musik abspielen und hoffen um euer Verständnis. Wir werden uns am Ende des Gameplays nochmal melden und bis dann. Tschüss. Ciao.
Yo, hallo, hier sind wir nochmal. Wir neigen uns leider auch schon das Ende des Gameplays zu. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen auch, ihr schaut euch die anderen Gameplays an, die bald kommen werden. Ja, die Mord ist erreicht. Mein Endscore wird 35:3 betragen. Und damit verabschieden wir uns auch schon. Und bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.